Pass im Kopf. Wenn er das hätte, dann wäre er heute nicht ganz dicht. Martin Piekenhagen, sein Nachfolger und Vorgänger, wie man will, jetzt beim HSV in einer guten Form. Rostock ganz in Blau. Der HSV mit Erik Meier für Präger. Das hatte Kurt Jara schon angekündigt. Also vorne drei Spitzen, Ketelaar, Meier und Barbares. Sehr viel unterwegs, rotierten. Vor allen Dingen Barbares ließ sich immer wieder zurückfallen. Und der lässt sich jetzt ein bisschen Zeit. Martin Piekenhagen. Schröder. Gegen Erik Meier. Das war eine Zuordnung, die Rostocker fest zugeordnet. Yasser spielte gegen Ketelaar, Schröder gegen Meier und Hirsch gegen Barbares. Das ist Hollerbach. Wir sind in der fünften Minute. Und Maltritz, der junge Mann, der vor der Abwehr spielt beim HSV, Marcel Maltritz mit diesem Kopfball nach 5 Minuten. Zeitz. Die HSV-Abwehr weit aufgerückt, jetzt in Bedrängnis, aber dann abgeblockt von Hertzsch. Zu lange gezögert wie Braun. Dreimal hat er schon getroffen für seine Mannschaft. Hier hätte der Pass kommen müssen. Da stand er doch völlig frei, der Bayerle, und wartete, abgeblockt von Hertzsch. Nach 8 Minuten war das die erste Rostocker Chance. Lanz schickt die Salvo. Die Salvo und Piekenhagen. Nicht schuld. Wieder Rostock. Schönes, direktes Spiel. Das ist Yasser. Riedlewitz und Bayerle. Wieder Herz dazwischen. Mensch, wie kommen die da so freistehend vor das Hamburger Tor? Wunderbar kombiniert. Schön gemacht von Riedlewitz. Täuscht an, lässt den Ball durch und dann aus der Drehung Bayerle. Hertzsch beherzt dazwischen. Witz. Super, wie sie da kombinieren. Wiebrand, Lanz, wieder Wiebrand und der hat plötzlich Platz. 16 Meter, aber ein schwacher Abschluss. Die laufen neben der Szene her, die Hamburger Abwehrspieler. Das üben auf der linken Seite. Wiebraun setzt sich durch. Die Salvo. Abgeblockt von Uifalushi in diesem Fall. Auch die Hamburger Verteidiger gingen meistens mit ihren Stürmern mit. Das erstaunte mich schon ein bisschen. Noch einmal dieser schöne Angriff. Die tolle Leistung von Wiebraun und die Chance für die Salvo. Aber er hat offenbar einen schwachen Linken. Er versuchte da so einen angeschnittenen Ball mit rechts und der kam nicht durch. Wieder Schröder gegen Meier. Spiel läuft weiter. Töfting, Töfting. Sehr schönes, temporeiches Spiel. Und wieder dieser herrliche Angriff. Maul auf die Salvo. Hertzsch läuft da einfach nur rum. Hoekmaar kann nicht eingreifen und Bayerle. 41. Minute, 0-1. Rostock führt und das gar nicht unverdient. Rostocker Rauschmusik im Volkspark. Maul hatte die Salvo geschickt. Mit dem schwachen Linken bringt er ihn rein und dann Bayerle vor Uifalushi. Aber gucken Sie mal, gucken Sie mal. Ach, wie lässig der da hingeht, der Uifalushi. Da muss er einen langen Schritt machen. Und die Situation wäre wahrscheinlich geklärt. So aber Rostock mit der 1:0-Führung. Dies gar nicht überraschend. Ich habe hier, bin völlig erstaunt, habe eine unglaublich starke Rostocker Mannschaft gesehen. Ein schönes Spiel. Und wer hierher kam und nichts erwartet hatte, der ist jetzt positiv überrascht. Wir sind in der zweiten Hälfte. Die Salvo, Wiebraun und dann kommt Jakobsson. Der Libero wagt einen Schuss.
spät zu erkennen für Piekenhagen. Hier, Jakobsson, Piekenhagen. Starke Leistung der Rostocker. Irgendwie kaum zu erwarten. Und wieder Jakobsson nach diesem Freistoß von Riedlewitz. Unbedrängt die Hamburger Gegenspieler. Typisch für den Verlauf der ganzen ersten Halbzeit. Viel zu weit weg von den Angreifern. Aber Piekenhagen in toller Form. Übrigens auch sein Gegenüber Matthias Schober. Dann Freistoß. Töfting! Der Beweis. Geschickter, der rotierte, wechselte oft seine Position. Und das brachte den Hamburger neuen Schwung. Aber zunächst mal die Rostocker. Noch einmal mit einem Schuss von Bayerle. 56. Minute. Mensch, was hat der da Platz? Ui, Faluschi guckt zu. Und Piekenhagen muss ganz tief runter. Döftig. Hamburg macht jetzt doch mehr Druck. Es war ein ganz anderes Spiel. Nicht zuletzt durch Präger. Hochmann, ein gewiefter Pragmatiker. Dann die Rostocker mit Riedlewitz. Das war Maul und Schröder. Ungefährlich. Dieser verdeckte Schuss für Piekenhagen. Daraus entwickelt sich dieser Angriff. Präger auf Barbares, Barbares und Schober riskiert alles. Vielleicht haben wir gesehen, dass dem Sergei noch ein bisschen seiner alten Spritzigkeit fehlte. Aber ein wunderschöner Spielzug und Ausgangspunkt war Präger, der hier den Barbares so bediente. Da laufen sie ihm hinterher, Lanz und Schröder, Sieger in diesem Dreikampf. Im 16-Meter-Raum der Rostocker, Barbares ein bisschen überreagiert gegen Schober. Und dann noch dieser junge Mann. Da möchte man doch glatt aus dem Souffleurkasten springen. Wie ist sowas möglich in einem solchen Stadion? Barbares nahm ihn beim Kragen und dann war er wieder raus und das Spiel ging weiter. Wird schon ein kleines Nachspiel haben für den HSV, denke ich mir. Dann der eingewechselte Salou auf Bayerle. Ball im Tor. Es war so rund die 80. Minute, aber die Fahne oben abseits. Wir spielen die Szene noch einmal nach. Hier, ich denke, wenn man sich an der weißen Linie orientiert, war es kein Abseits. Also eigentlich ein regulärer Treffer durch Bayerle, der ja schon das 1:0 erzielt hatte für seine Mannschaft. Treffer galt nicht, weiterhin 1:0 und der HSV stürmt mit Mann und Maus. Er versucht jetzt wirklich alles. Töfting. Präger. Bester dazwischen und dann noch einmal Hochmann. Abgeblockt. Ja, sie standen jetzt, die Rostocker, in einem Raum, ich würde mal sagen, so 30 Meter von der Torauslinie entfernt, alle Mann hinten drin. Entlastung bei diesem Standard. Reik Schröder. Oh, da muss der ganz schön runter, der Piekenhagen. Er hatte ja lange nichts mehr zu tun. Verdeckter Schuss. Aufsetzer flach über die Grasnarbe. Piekenhagen liegt unten. Es war die 90. Minute. Wir sind in der Nachspielzeit. Und dann Schober. Schober im Tor. Ball im Tor. Aber jeder hat ja gesehen, sie wollten ihn regelrecht verschieben. Sie wollten ihn nach Rostock zurückschieben, liebe Zuschauer. Hauptsache drin das Ding. Natürlich eine unfaire Attacke von Sergei Barbares. Kein Tor und so kam es am Ende. Hansa Rostock verbucht den zweiten Auswärtssieg der Saison. Hamburg ist ein gutes Pflaster. Bei St. Pauli haben sie schon gewonnen. Zuletzt zu Hause gegen Köln und jetzt hier beim HSV. Und er, Matthias Schober, war ein Garant des Sieges. Er hat ihn festgehalten und niemand soll mehr reden
von diesem unseligen Rückpass in der vergangenen Saison. Eine gute erste Halbzeit, aber viel Glück im zweiten Durchgang. Der Ausgleich für den HSV wäre verdient gewesen. Was fragt man einen Mann, der heute in der Bundesliga sein erstes... Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem 1:0-Sieg. Ihn scheint persönlich die Hamburger Luft anscheinend sehr gut zu bekommen. Es gegen St. Pauli und jetzt auch. Was war das aus Ihrer Sicht heute für ein Spiel? Ja, ich denke, wir haben aufgrund auch von der ersten Halbzeit, wo wir doch sehr gute Tormöglichkeiten gehabt haben, denke ich, auch verdient hier gewonnen. Wir haben mutig nach vorne gespielt, haben eine überragende kämpferische Leistung hier geboten und ich denke, dass der Sieg auch in Ordnung geht. Das war auch ein Spiel, was sehr emotional geführt wurde, gerade zum Schluss. Da habt ihr ein bisschen gezittert. Was war da los? Ja, da ist ein bisschen Hektik aufgekommen. Da war, glaube ich, irgendwie so ein Foulspiel da draußen mit Breger und Antonio Di Salvo. Ich weiß gar nicht, was da richtig vorgefallen ist. Dann wurde es ein bisschen hektisch in diesem Hexenkessel. Das ist auch völlig normal und das gehört auch zum Fußballspiel dazu. Was ist dieser Sieg jetzt für die Mannschaft wert? Eine Menge. Wir haben letzte Woche gegen Köln unseren ersten Heimsieg eingefahren. Wir wollten da weitermachen, wollten jetzt eine Serie machen und heute ist uns das Gott sei Dank geglückt.